Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Sind das jetzt die Schwarzrankenruinen? Ja, okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, der Anker ist auch gerade dran. Ja, hallo? Du sollst auch schon weitergehen. Also so ist es jetzt nicht. Oh, guten Tag. Da hat sich eine Gadgete versteckte. Die Ach, da kaschitischen hinten ist ja Mondsänger noch haben sich bemüht, eine ihre Scherbe. Hinweise aufzuteilen und zu verstecken, aber ich habe das Gefühl, als kämen wir der Sache näher. Nein, ich kann Maria, dir leider nicht ich helfen. sollte Tut mir doch leid. sterben, nicht du? Ich habe gerade keine Zeit für sowas. Ich habe auch keine Zeit für euch. Tut mir leid. Oh, jetzt habe ich aber ziemlich viele gerade am Hintern. Ja, lauf bloß nicht. Hallo. Zur Planke. Ich hasse diese Verlangsamung. Nein, 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 nein. Nein, nein. Böse Pflanze, böse Pflanze. Gut, das ist die andere Richtung. Ja, ich weiß, dich muss ich bekämpfen. Aber ich wollte mir noch eben die Scherbe holen. Wenn ich schon mal hier bin. Ab nur, dann müssen wir auch mal kurz anhalten wegen der Scherbe. Ja, mein Pony pflichtet mir bei. So. Oh nee. Ich hasse diese blöden Ranken. Die ziehen einen dann immer zurück. Geht weg von mir, geht weg von mir, geht weg von mir. Will mich gar nicht mit irgendjemand anlegen. Ich will einfach nur hier durch. Das nehmen wir noch mit. War nur eine Halskette. Okay. Nein, Boss müssen wir auch nicht unbedingt machen. Da ist unser Ziel. Wahrscheinlich wieder mit einem Rätsel, was ich löse, ohne zu wissen, was ich tue. Ab nur, beweg dich, wir sind gleich Ah, da. noch ein Prismenrätsel. Wenigstens bleiben sich die alten Khajiit treu. Ja, muss ich Seht jetzt das euch die Gleiche machen? Steintafel an, ja? Jeder Hinweis wäre hilfreich. Ja. Ist mir egal, ich drücke. Achso, hier kann ich jetzt nicht drücken. Hier ist der Neumond. Manchmal kann Erkenntnis nur im Dunkel gefunden werden. Der abnehmende Mond macht dem leeren Firmament Platz. Okay. Das heißt, dass wir Wissen den findet nicht man nur im mehr... Dunkeln. Könnte sich das auf die Neumonde beziehen? Hat er das jetzt angenommen? Angemessene Arbeit. Nun sammelt den Triangulanten ein und wir brechen auf. Ja, ach da. Ich Kommt doch. weiß. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Oh, Abno, dann geh auch zur Seite. Ich weiß, man sollte erstmal lesen und dann klicken. Also es hätte wohl beim ersten Mal gereicht, wenn man den Vollmond und den Neumond, war es, glaube ich, gedrückt hätte.
Jetzt haben wir den Neumond und den abnehmenden Mond. Das heißt, wir müssten jetzt den Vollmond und den abnehmenden Mond theoretisch beim nächsten Mal bekommen. So, ist das jetzt wirklich mein Ziel? Findet den Mondsänger. Okay, gut. Da dürfen wir diesmal hingehen. Ohne dass wir eine andere Quest beginnen. Das war nämlich nicht meine Absicht. Ich habe mich schon gewundert von dem, was er jetzt da erzählt hat. Aber ich dachte, okay, vielleicht braucht er Hilfe, bevor er mir irgendwas sagt. Dann wandte sich Kunsari seiner Du bist der Mondsänger, zu. oder? Noch eine mehr brauchen wir. Eine kaschitische Königin von hohem Ansehen. Anekina Scharfzunge. Die für ihr Leben gern im Schein des großen Mondes badet, wenn sie sich besinnt und ihren Gedanken nachgeht. Dies sind... Oh, Entschuldigung. Tari ist die Kunst des Geschichtenerzählens noch neu. Vergebt ihr daher, wenn sie nicht so interessant ist, wie sie sein sollte. Sie wird sich verbessern, dessen ist sie sich sicher. Dagarildro hat mich geschickt. Ich muss die Geschichte von Kunsari und dem Dämonen hören. Der alte Großvater? Der Wissensbewahrer? Satari hat von ihm gehört, aber ihn nie selbst getroffen. Sie wurde vom vorherigen Geschichtenerzähler zur Mondsängerin gemacht, um den dritten Teil der uralten Geschichte zu bewahren. Da ihr so spät gekommen seid, soll Satari die Geschichte noch einmal erzählen? Ja, bitte erzählt mir euren Teil der Geschichte. In der Zeit vor der Zeit, als die 16 Königreiche voll wilder Hingabe umherzogen, versammelte der Held Kunsari Champions, um mit einem Dämon und seiner schrecklichen Schar fertig zu werden. Zusammen mit Nurarion, dem Perfekten, und Flinthild, Dämonenjägerin, suchte er nach einem dritten Champion. Wer war der dritte Champion? Geduld! Satari kommt doch gleich zu diesem Teil. Der Dämon höhnte... Oh, kleines Katzending, ihr amüsiert uns. Wie können drei winzige Häppchen je gegen uns bestehen? Kunsari lachte. Ha, wir mögen winzig sein, doch wir sind beharrlich. Und trickreich obendrein, ihr werdet sehen. Was tat Kunsari? Dann wandte sich Kunsari seiner Krajun zu. Noch eine mehr brauchen wir. Eine kaschitische Königin von hohem Ansehen. Anekina Scharfzunge, die für ihr Leben gern im Schein des großen Mondes badet, wenn sie sich besinnt und ihren Gedanken nachgeht. Dies sind die Worte, und die Worte sind wahr. Vielen Dank, Mondsängerin. Wir schnappen uns direkt mal das Buch, was hier ist, und suchen uns den Abnur. Ach, da ist er. Diese neue Mondsängerin zeigt zumindest einen Ansatz von Talent. Aber sie hat ihr volles Potenzial noch nicht erreicht. Dennoch war die Geschichte spannend. Und sie weist uns die Richtung zum letzten Triangulanten, den wir brauchen, um die Karte zu benutzen. Ihr wisst also, wo sich der letzte Triangulant befindet? Oh ja. Die Mondsängerin hat das recht klar gemacht. Ihre Geschichte verweist auf einen alten Schrein, der nicht fern von hier steht und als Jodeslicht bekannt ist. Der große Mond, der in der Geschichte erwähnt wird. Sobald wir den letzten Triangulanten haben, kann ich die Karte verwenden, um die Waffe zu finden. Woher weiß ich, dass ihr die Waffe wirklich einsetzen werdet, um den Krieg zu beenden? Ihr traut mir immer noch nicht? Nö. Das tue ich auch nicht. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich bin nicht besser als die Narren an der Spitze der Allianzen. Deshalb werden wir die Waffe nur einsetzen, um sie an den Verhandlungstisch zu bringen. Diplomatie funktioniert am besten, wenn man einen großen Stock dabei hat. Wenn ihr das sagt, ich treffe euch bei Jodeslicht. So, wenn ich jetzt noch weiß, wo das ist. Das ist da und natürlich habe ich doch, wir könnten ein bisschen in die Nähe reisen. Nicht direkt dahin, aber relativ in die Nähe. Anscheinend wurde eine Gruppe Soldaten der Kriegergilde überfallen und in ein Gefängnis verschleppt. Ja, das ist schlimm, aber kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Es tut mir leid. Hallöchen, was ist denn mit den Teso-Servern los? Das ist hier so am Haken. Machen jetzt gerade heute, wo ich das aufnehme, alle die Quest? Ich habe hier bisher noch nie... Also...
Bei dem Mal, wo ich das jetzt gemacht hatte, habe ich doch niemanden gesehen, der jetzt groß da an der Quest beteiligt war. Vielleicht war es auch einfach zu früh, ich weiß es nicht. Haha. Ihr könnt mich alle mal, ich hole das Rubidit-Erz. Ihr kriegt mich eh nicht. Nicht, dass mich hier einer von denen verfolgen würde, die überall am Rand standen. Einen Moment, Herr Reisende. Wir müssen uns unterhalten. Dann machen wir das. Bitte, einen Augenblick eurer Zeit. Ich muss mit euch über Abnurtaren sprechen. Ihr seid es, die ihn verfolgt, nicht wahr? Ich habe nur Ehrenhaftes im Sinn. Das versichere ich euch. Ich bin Camira, Agentin des Sprechers der Mähne. Als wir erfuhren, dass Abnurtaren dieselbe Waffe sucht wie Araxia, hat der Sprecher mich entsandt, um einzugreifen. Wer ist Araxia? Araxia Tarn, Abnurs grausame Halbschwester. Sie eroberte meine Heimatstadt Krempen und krönte sich selbst zur Königin. Wenn sie die Waffe in die Hände bekommt, wird sich Elsweires Leid ums tausendfache vergrößern. Abnurtaren hatte gar nicht erwähnt, dass seine Schwester hierin verstrickt ist. Ich glaube nicht, dass sie sich verstehen. Meiner Beobachtung nach will Abnurtaren die Waffe für friedliche Zwecke verwenden. Doch das ist eine Wahnvorstellung. Sie ist zu mächtig, zu böse. Wir müssen Tarn überzeugen, die Waffe vor Araxia zu finden, um sie zu vernichten. Das ist der einzige Weg. Wer ist der Sprecher der Mähne? Das ist mein Herr, Garesh Ri. Die Mähne kann nicht überall sein. Daher reist Garesh Ri anstelle der Mähne herum und spricht für sie. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich die Sprecherin des Sprechers bin. Und zumindest in dieser Lage seine Augen und Ohren. Und wer ist die Mähne? Der derzeitige spirituelle Führer der Khajiit ist Akuz Ri. Er ist ebenso weise und ehrenhaft wie uralt. Wie viele Agenten wie euch hat die Mähne in Tamriel? Was für eine Frage. Ihr meint doch nicht wirklich, dass ich die beantworte, oder? Doch ich kann sagen, dass es niemanden in Tamriel gibt, der so ist wie ich. Warum sprecht ihr nicht direkt mit Abnurtaren über die Vernichtung der Waffe? Tarn glaubt, er weiß es am besten. Er wird nicht auf mich hören. Ich bin nicht einmal sicher, ob er euren Rat annehmen wird. Aber ihr müsst es versuchen. Zunächst dachte ich, dass Tarn mit Araxia zusammenarbeitet. Aber soweit ich das erkennen kann, meint er seine Friedensmission wirklich ernst. Auch wenn sie fehlgeleitet ist. Fehlgeleitet? Inwiefern? In wirklich allem. Wie kann etwas von solcher Macht denn sicher verwendet werden, um einen Krieg aufzuhalten? Das geht nicht. Wenn man eine Brise braucht, dann ruft man doch auch keinen Wirbelsturm herbei. Wir müssen diesen Gegenstand von Araxia erreichen und ihn vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit. Wie schafft ihr es, dass Abnurtaren euch nicht entdeckt? Seid ihr immer so unverhohlen bei euren Fragen? So. Oh, na gut. Vielleicht wird euch ein wenig Ehrlichkeit von meinem guten Willen überzeugen. Bevor meine Eltern starben, gaben sie mir eine Halskette. Sie blockiert alle Formen von magischer Wahrnehmung. Das ist ein mächtiges und ungewöhnliches Geschenk. Es hilft mir bei meiner Rolle als Agentin des Sprechers der Mähne. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Wir müssen uns darauf konzentrieren, diesen Gegenstand vor Araxia Tarn zu finden. Ich werde euch dabei helfen. Und dann werden wir ihn vernichten. Okay, das hört sich doch alles danach an, als ob ich dann am Ende die Wahl treffen muss, ob ich die Waffe wirklich vernichte oder ob ich sie Abnurtaren gebe.
Sowas hasse ich, weil ich immer die falsche Wahl treffe. Mehr sage ich dazu nicht. Nur passend, dass der letzte Triangulant uns in einer kaschitischen Ruine erwartet. Muss ich überhaupt hin? Ach so, ich muss erstmal mit ihm sprechen. Moment. Moment mal. Ich beginne an meiner eigenen Prächtigkeit zu zweifeln, falls ihr euch so etwas vorstellen könnt. Trotz mehrerer Anläufe war ich immer noch nicht in der Lage, diesen verdammenswerten Verfolger, der mir nachstellt, zu identifizieren oder zu fangen. Das wird nun wirklich recht lästig. Ich habe euren Schatten auf dem Weg hierhin getroffen. Ihr Name ist Kamira. Sie ist eine Agentin des Sprechers der Mähne. Eine Khajiit? Warum sollte der Sprecher der Mähne eine mächtige Zaubermeisterin schicken, damit sie sich an meine Fersen heftet? Ich glaube nicht, dass sie eine Magierin ist. Sie will uns helfen, die Waffe vor Eurixia Tarn zu erlangen. Vor meiner Halbschwester? Sie wissen von ihrem Interesse hieran? Aber warum hat sich diese Agentin des Sprechers nicht direkt an mich gewandt? Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wäre mir höchst willkommen gewesen. Sie fürchtete, dass ihr ob ihres eigentlichen Ziels zaudern würdet. Sie hält die Waffe für eine Gefahr, die beseitigt werden muss. Meine einzige Chance zerstören, den Krieg der drei Banner aufzuhalten? Niemals. Nun sagt mir nicht, dass ihr diesem Unsinn zugestimmt habt. Wir können doch nicht dem Dominion, dem Pakt und dem Bündnis erlauben, Tamriel weiter in Stücke zu reißen. Wollt ihr etwa, dass noch mehr Leute sterben? Wenn die Waffe so gefährlich ist, wie Kamira sagt, sollten wir sie vielleicht lieber vernichten. Da spricht nur die Angst. Wir können einen schrecklichen Krieg beenden, wenn wir die Waffe vor meiner Halbschwester erreichen. Ich werde das zu Ende bringen, das muss ich. Ich würde eure Hilfe zu schätzen wissen, aber ich kann euch nicht zwingen. Über die Vernichtung der Waffe können wir nach dem Ende des Krieges sprechen. Da stimme ich zu. Wir müssen die Waffe vor Euraxia erreichen. Lasst uns nach den letzten Triangulanten suchen. Und da habe ich noch eine Tagebuchseite vergessen. So, jetzt schauen wir mal. Das ist sehr schön, dass das Ganze in der Nähe von der Scherbe ist. Ach, habe ich mich jetzt erschreckt. Wo kam der denn jetzt her? Hat jetzt aber nicht einer wirklich die Ulti rausgeholt wegen zwei oder drei von denen? Oh Gott. Okay. ich sehe übrigens gerade was. Sollten wir uns zwischendurch mal ein wenig stärken, ne? Mit Glück sammeln wir den letzten Triangulanten ein und sind mit Ruinen durch. Ja. Als Kunzari gespiegelten Vollen sah sich die Löwen von der anderen Nachthimmels anstarrten. Als Kunzari gespiegelten Vollen sah. Was? Den gespiegelten vollen Mond oder? Da ist ein Mond. Kann man den drücken? Nee, kann man nicht. Das ist kein Vollmond. Das ist ein Vollmond. Einige der Worte wurden unkenntlich gemacht. Mal sehen, was ihr daraus ableiten könnt. Ja, das. Ach so, das ist gar keine Treppe. Dass der Vollmond sich spiegeln muss, Abnur. Das wäre jetzt irgendwie logisch. So, hier ist noch einer. Hallo? Boah, ich spring bloß nicht da hoch. Kommt doch. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Ja, dann los, Junge. Benutzt mal deine müden alten Knochen. So.
Sprecht mit Abnotan, da ist er doch. Sobald man weiß, wo man suchen muss, liegt der Ort natürlich auf der Hand. Kommt, reden wir. Mit eurer Unterstützung trugen wir die drei Triangulanten zusammen, die es mir erlaubten, die von der Grollsteintafel gebildete Karte zu entschlüsseln. Ich weiß jetzt, dass sich die Dämonenwaffe in den Kolosshallen an der Südküste von Elsweyr befindet. Die Kolosshallen? Ein uraltes Gebäude, dessen Zweck und Ursprung sagenumwoben ist. Manche meinen, es berge das Dwemanumidium in sich, was jene Waffe sein könnte, die wir suchen. Ich habe einen Wagen gemietet, der uns zur Küste bringt. Dann wird uns ein Boot den Rest der Strecke bringen. Ich frage mich, ob Kamira uns weiter verfolgen wird. Ehrlich gesagt kümmert mich das einen Skever hinter. Sie mag uns verfolgt haben, als ich nicht versuchte, unseren Weg zu verbergen. Aber ich habe dafür gesorgt, dass... Es scheint, als wäre Kamira fähiger, als ich erwartet hatte. Kamira hat uns gefunden, nicht wahr? Die Kolossalen? Arroganter Kaiserlicher! Ohne meine Unterstützung werdet ihr diesen Ort niemals überleben. Fort mit euch, Katze! Es obliegt mir, diesen verfluchten Krieg zu beenden. Damit ihr euch selbst zum Kaiser krönen könnt? Ich glaube nicht. Ich begleite euch, um die Waffe zu finden und zu vernichten. Die Kaiserwürde war nie mein Ziel. Begleitet uns, wenn ihr wollt. Kommt mir nur nicht in die Quere. Überraschend schlau, diese alten Khajiit. Eine alte Tafel als Märchen getarnte mündliche Überlieferungen und hochentwickelte Triangulantenplatten, die alle auf einen Ort hindeuten. Die Kolosshallen. Der abscheuliche Krieg der drei Banner ist so gut wie vorbei. Und ihr habt nichts dagegen, dass Kamira uns begleitet? Die Katze kann tun, was ihr gefällt. Anhand der Fertigkeiten, die sie bereits unter Beweis gestellt hat, bin ich ihr als Begleitung allerdings nicht abgeneigt. Euch sollte nur klar sein, dass ich vorhabe, trotz ihrer Einwände aus der Waffe einen Nutzen zu ziehen. Und nun nehmt dies für eure Mühen. Wenn ihr einen Augenblick hättet, sollten wir wirklich unsere Reisevorbereitungen besprechen. Die Kolosshallen. Ein Ort, der ebenso geheimnisumwittert wie uralt ist. Ich hätte mir nie erträumt, einmal einen Anlass zu haben, sie aufzusuchen, geschweige denn zu erkunden. Hoffen wir, dass der Gegenstand, hinter dem wir her sind, meinen Erwartungen gerecht wird. Und dass wir ihn vor meiner Halbschwester Euraxia erreichen. Ich weiß, dass ihr den Krieg beenden wollt. Was hofft Euraxia zu erreichen? Vor einigen Jahren hat meine verabscheuungswürdige Halbschwester sämtliche guten Sitten missachtet und einen Teil von Elsweyr erobert. Ich nehme an, sie will die Waffe, um ihr Territorium zu sichern und ihre Besitztümer weiter auszudehnen. Euraxias Ruchlosigkeit wird nur von ihrem Ehrgeiz übertroffen. Stört es euch nicht, dass ihr in dieser Sache eurer Schwester entgegensteht? Halbschwester. Und ich kenne in dieser Hinsicht kein Zaudern. Doch um Euraxia zu übertrumpfen, müssen wir die Kolosshallen vor ihr erreichen. Gebt mir und Kamira einen Augenblick, um eine Übereinkunft auszuhandeln, mit der wir beide leben können. Trefft uns danach bei dem Wagen, den ich gemietet habe. In Ordnung. Ich treffe euch beim Wagen. Kümmert euch schnellstmöglich um alle ausstehenden Angelegenheiten, die ihr haben mögt. Ich will zu den Kolosshallen aufbrechen und diese Waffe finden, sobald wir nur können. Ruft mir bitte noch einmal ins Gedächtnis, was diese Waffe ist, wonach wir suchen. Die Legenden nennen sie die Dämonenwaffe. Laut dem, was ich durch das Studium khajiitischer Erzählungen erfahren konnte, ist sie in den Kolosshallen versteckt. Ich will die Waffe einsetzen, um dem geistlosen Krieg der drei Banner ein Ende zu machen. Kamira hingegen will sie vernichten. Also ich überspringe das mal, was die Kolosshallen sind, wer Kamira ist und so weiter. Das haben wir jetzt schon alles gehört.